Hallo, liebe Freunde, ein neues Jahr ist vorbei. Ich hoffe, es war ein gutes Jahr für euch. Was hat euch an dem Jahr gefallen? Schreibt es doch mal in die Kommentare, beziehungsweise was fandet ihr an dem Jahr besonders schlimm? Gab es irgendwelche Highlights oder besondere Tiefen? Ihr könnt ja einfach mal drüber reden. Oder wie sieht's mit dem neuen Jahr aus? Gibt es irgendwelche besonderen Spiele, wo ihr euch drauf freut? Gibt es irgendwas, was dieses Jahr 2014 jetzt als besonderen Lichtblick für euch darstellt? Oder denkt ihr einfach, ja, ich geh's mal ruhig an, gucken, was passiert? Könnt ihr einfach mal schreiben, wie ihr jetzt in das kommende Jahr rutscht und was ihr davon erwartet, erhofft oder was auch immer. So, aber in diesem Zusammenhang möchte ich euch auch ganz herzlich zum neuen Actionfeuerwerk 2014 willkommen heißen. Und ja, ihr habt ja vielleicht, wenn ihr da schon meine Videos geguckt habt, beim letzten Jahr gemerkt, dass ich gucke, dass ich halt jedes Jahr am Ende so ein kleines Actionfeuerwerk mache, sprich mir irgendwas einfallen lasse zum Thema Gaming und wie man das Ganze halt schön zu einem Abschluss bringen kann, beziehungsweise auch zu einem gelungenen Neustart. Und in diesem Jahr habe ich mir einfach was einfallen lassen, was vielleicht ein bisschen schöner ist als im letzten Jahr. Und zwar, ihr seht ja hier im Hintergrund diese schönen Charaktere, die ich hier schön in dieses Bild geschnitten habe. Zum einen der Tod aus Darksiders 2, zum anderen eine Figur aus Rage. Dann hätten wir da Booker aus Bioshock Infinite. Lara Croft, muss ich ja wohl kaum was zu sagen, wo sie herkommt oder so. Und die Hauptfigur aus L.A. Noir. Genau, und ich werde jeweils die ersten Folgen der Projekte, wo diese Figuren, die hier auf diesem Bild drauf sind, werde ich hochladen, also meine erste Folge zu dem Let's Play dazu. Und ihr dürft wählen, welches ihr als erstes sehen wollt. Ja, ganz klar, das, was am meisten Stimmen am Ende hat. Also einfach eure Kommentare unter die Videos schreiben. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt Bioshock sehen wollt, dann ne, klickt auf die Folge von Bioshock und schreibt einfach drunter, ne, das als nächstes Projekt oder irgendwie etwas, was damit ich sehen kann, okay, das wollen die Leute haben. Und dann kommt das als erstes Projekt im kommenden Jahr. Ne? Und dasselbe natürlich, je nachdem, wenn Bioshock jetzt, sage ich mal, 10 hat, die das wollen und als zweitgrößtes wäre dann praktisch Darksiders 2, dann würde das auch in dieser Reihenfolge dann hochgeladen werden. Ja, das wäre meine Idee zum Actionfeuerwerk 2014. Ich hoffe, sie gefällt euch. Könnt ihr auch mal dazu schreiben, ob ihr das jetzt eher lahm findet oder ob ihr das so gut findet, dass ihr auch mal ein bisschen mitentscheiden könnt, wann, wie, was irgendwie mal hochgeladen wird. Ich hoffe, ihr startet das neue Jahr angenehm und ja, ruhig oder spritzig, wie auch immer ihr es gerne habt. Ich würde sagen, ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch. Bis dann. Tschüss, euer Asaldo.